Willkommen meine Freunde zu einer weiteren Part des Let's Play Pokémon Pure Ride Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir ganz eiskalt das Porygon von Belle Bianca besiegt. Eiskalt kann man nicht sagen. Es war ja eher gesagt ziemlich knapp, wenn wir keine Tränke hätten. Von daher sehr spannender Kampf. Ich bin sehr gespannt, wie der Kampf gegen Sharon wird in der Trainerschule. Aber vorher sollten wir noch ein bisschen trainieren. Ich habe im letzten Part, glaube ich, noch das EV-Training, was kein EV-Training war, da es irgendwie nicht geklappt hat. Ich weiß nicht warum, ich war auch zu faul, um das nachzugucken. Rangehangen. Warum, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall gemacht. Ne, wisst ihr? Und wir werden heute, ich glaube, erstmal die Trainer auf der Traumebene kaputt machen und dann zur Trainerschule gehen. Denn ich weiß nicht, welches Level Sharon ist und wir können da jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen. Deswegen, auf geht's zum Leveln! Ja. Super. Super. Okay, eine Shattering Last Eerie. Mit einem... Okay, Fiolo, das geht ja noch eigentlich einigermaßen klar. Mit unserem Anubis Level 10 sollte das eigentlich kein Problem werden, sag ich mal auf gut Deutsch. Wir hauen mal Kratzer rein. Schön, zwar keine Stab-Attacke, aber... Oh, Heuler. Mal Kratzer gleich nur noch ein Viertel des Schadens weniger. Oh, no! Ja, das ist ziemlich viel jetzt, was jetzt Kratzer macht. Oh nein, bitte mach keinen jetzt Stundenkampf. Ich muss auf jeden Fall gleich auswechseln, so kann es nicht weitergehen mit Anubis. Wenn ich jetzt... Ja, ich wechsle... Nein, ich wechsle jetzt noch nicht aus. Ich wechsle nach diesem Pokémon nochmal aus. Sage ich mir jetzt einfach mal so. Denn, wie soll man das sagen? Ich will jetzt nochmal, dass Anubis nochmal ordentlich Batzen an Erfahrungspunkt bekommt, denn... Wie gesagt, ohne Step-Attack ist das Ding kaum was. Das kann nix. Pfund. Wow. Pfund. Pfund ist böse. Los, critical, please. Acest. Was haben wir, Typer Beam oder sowas? Das ist ja das Geile an Acest, weil Acest kann jede Attacke im Pokémon-Team kommen. Das heißt, wenn du einen Pokémon-Hyperstrahl hast und einen Hornlio hast oder Vaupel, das Zuschuss kann. Setzt man das ein, dass Raupi setzt auf einem unerwarteten Hyperstrahl ein, kann aber natürlich auch was anderes einsetzen. Das ist natürlich zufallsbedingt. Ziemlich geiler Move-Pool auf jeden Fall im Pokémon mit Zuschuss. Oder Metronom, obwohl Metronom wäre zu random eigentlich. Das kann man eigentlich gut predikten. Beeinflussen, sagen wir mal so. Die Attacken von Zufluss. Wenn man Pokémon nur aus seinem Team zum Attackenplaner zum Beispiel Attacken vergessen lässt. Oder wenn man das so geschickt macht, dass man Pokémon nur Attacken gibt, die, wo das andere Pokémon, was Zuschuss hat, auch mit profiliert. Schwertanz zum Beispiel oder Bodycheck, was eine Step-Attacke wäre. Also jetzt nicht bei Fiolo, aber jetzt bei normalen Pokémon. Kann man. Oder Knirscher zum Beispiel, das wäre eine Step-Attacke von Fiolo. Da wird es jetzt zum Beispiel doppelt und dreifach lohnen. Also das kann man auf viele verschiedene Weisen einsetzen. Warum ich nicht Tackle anstatt. Oder warum ich Aquaknarre anstatt Tackle mache, sagen wir so. Aquaknarre macht mehr Schaden als Step. Was Step ist normal. Ich kann nochmal kurz Step erklären. Sand-Type Attack Bonus heißt Step. Step gab es seit der ersten Gen. Und zwar ist der Step, wenn man eine Attacke macht von einem Pokémon, das denselben Typ 4 Attacke hat, zum Beispiel jetzt eben mit Sarutik, Aquaknarre, weil das vom Typ Wasser ist, nimmt man die Attacke durch 2 und rechnet das Plus auf, Energiefokus. Nö. Ich hab nichts mit dem Critten. Nimmt man die Attacke durch 2 und rechnet die auf die Attacke nochmal drauf. Klingt strange, aber du machst die Hälfte deiner Attacke mehr. Das schockt wahrscheinlich. Jetzt mal Anubis einer, damit er mal Erfahrungspunkte kriegt. Good job, Sarutek. Let's go, Anubis. Bam. Audion? Was ist das denn? Nein! Nur doch! Ach du Scheiße, das könnte uns ja so töten, ey. Das Ding ist zwar ein hoher, ist ein heftiger Death, aber ich weiß nicht, ob uns das jetzt töten kann. Level 9 ist das. Arr. Helping Hand. Ach du Scheiße. Rechte Hand. Scheiße. Das Ding muss schnell downen. Oh, guckt euch das an, was das für ein Tank ist, Leute. Da kann ich selbst nichts machen. Critical. Grow. Ja, okay, ist ja nur Angriff runter. Wir sind ja eher auf Special, von daher ist das egal. Also ein Ohr doch, ne? Musst euch das mal angucken, ey. Das ist diese kleinen süßen blauen Augen, ne? Und dann so eine Zerstörungswut da, ey. 377, wuhu! Lautik Level 14, nice. Anubis Level 12, wahoo! Fury Swipes, jawoll, Furienschlacht, das will ich doch immer gern sehen. Was machen wir weg? Aces setze ich eh nicht so oft ein, da ich mit Sarutik eh Special aufgelegt bin und so ein
Funny Move? Ne, meiner Ansicht nach nein. Auf keinen Fall. Super, Level 12 und 14. Ich glaube, ein paar Trailer kommen noch. Von daher gehe ich eben kurz ins Pokécenter, um mein gutes Anubis aufzuheilen. Oh yeah. Bam bam. Ich muss mal kurz überlegen. Ach ja, stimmt. Ich wollte mal fragen. Auf jeden Fall ist es extrem geil, dass auch Leute, die vorher kein Pokémon bei mir geschaut haben, jetzt Pokémon versuchen zu schauen, beziehungsweise es sich antun. Wie gesagt, ich versuche euch zu unterhalten und wenn es euch Spaß macht beim Gucken, freut mich das natürlich. Deswegen. Und ich bin echt glücklich darüber, dass ich auch, ich sag mal, durch meine Art des Let's Playens andere Leute an Spielen näher bringe, die sie vorher nicht geguckt hätten. Klingt doof, ist aber so. Kann man ja so sagen eigentlich. Deswegen. Und, okay, da ist noch ein Teenager. Und da hinten ist, glaube ich, noch ein, ich weiß nicht, ob das eine Trainerin ist. Was willst du denn from me? Your challenge youngster Joy. Joy. Rarititäre, ein Rarititäre, okay. Und ein Anubis haben wir jetzt zur Auswahl, okay. Ich kann aber Fury Stripes probieren, wie viel Schaden das macht gegen das du Kratzer jetzt. Ja, danke schön. Also daneben gehen ist super. Hier, ich wink doch mal. Tschüss. Wenn du das nochmal machst, dann fliegst du aus dem Team. Okay. Er hat zugehört. Wow. Holy crap. Dreimal Treffer. Das Ding ist two-hit down. Oh, oh. Der braucht auch nur zweimal Treffer. Ist two-hit down. Scratch, komm. Wie viel Schaden macht das da gegenüber? Ja, okay. Fury Stripes wäre besser. Holy crap. Wenn das ein Volltreffer gemacht hätte, wären wir tot, ey. Rattata. Ich hasse Ratzfratz. Noch eins. Noch ein Rattata, okay. Switchen auf Serutik zum Tick. Normal, warum? Weiß ich auch nicht, aber mir ist das mit einem besonders zu knapp. Und ich will nicht, dass ein Pokémon jetzt schon stirbt, beziehungsweise jetzt wieder stirbt. Wieso? Du warst so ein schönes Pokémon. Und by the way, seit 7 Minuten ist Patch. 2 hochgeladen auf YouTube. Ihr werdet es wahrscheinlich schon geguckt haben. Wenn nicht, schaltet ein. Ist auf jeden Fall göttlich geworden. Gott, ich mache für mich selbst Werbung. Wie asozial klingt das denn? Na, nicht asozial, sondern so richtig besozial ist das. Critical Hit, nice. Anubis kriegt nicht so viele Erfahrungspunkte. Und das habe ich jetzt nicht gelesen. Ja, ich switch nochmal auf Anubis. Es ist Safety First, Leute. Safety First. Deswegen, ich brauche die Erfahrungspunkte auf Anubis. Und ich glaube, da kommt noch ein Trainer, von daher müssen wir echt aufpassen. Yorkleff, okay, das wird uns mit Tackle so one-hitten, auch Anubis auf jeden Fall. Der, ihr müsst wissen, Yorkleff hat einen irre hohen, ich sag mal, Angriffswert. Und das Ding kann mit Tackle einen Schaden von 75 rauskloppen plus Attack. Weil Step, sag mal, weil Tackle ja noch Step bekommt, da es von Typ normal ist. Und 50 Schaden macht Tackle seit der 5. Gen, seit der ersten, ja, 40 eigentlich. Und deswegen, Hälfte drauf sind 75 und das ist ordentlich Schaden für eine Attacke, die gerade mal auf Level 8 erreichbar ist. Holy crap. Super, Player wird besiegt. Youngster Joey, oder Joey. Okay, was willst du von mir? Schenkt dir nicht normalerweise ein Pokémon? Oh really, wenn passt eine Big Health. Ach stimmt, hier bekommen wir jetzt das Affen-Pokémon. Können wir uns ja eigentlich holen. Alter, so, was kriegen wir dann? Wir haben das Wasser-Pokémon. Kriegen wir den Affen, den Dingsen-Affen? Den Grasaffen, ne? Ja, würde ich sagen. Oh, nehmen wir mit. Deswegen. Aber ihr müsst jetzt, Pansier. Oder, welches ist das jetzt? Ist das jetzt, welches ist das? Ach, der Feueraffe, jawoll! Nice one, ja! Sivisier! Oh, ist das geil, Leute. Ich freue mich gerade. Oh, ist das cool. Yes! Der ist cool. Ich mag den Affen. Ich mag zwar den anderen Feueraffen Flampi via lieber, aber der Feueraffe ist cool. Seht ihr gleich, welcher das ist. Okay, ich kann ja mal. Ich pausiere mal kurz. Warte mal, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe kurz mal in meiner, in den Kommentaren gelesen. Und ich habe den perfekten Namen, beziehungsweise ich habe einen Namen für das Pokémon. Und zwar wäre das Piepuff. Ja, wie komme ich jetzt auf Piepuff wahrscheinlich? Piepuff ist ein treuer Abonnent von mir. Schreibt immer schöne Kommentare, deswegen. Schöne Grüße nochmal an dich hier. Und ja, Sam ist hier. Beziehungsweise Pansier erstmal. Deswegen, schönes Feuer-Pokémon. Es war jetzt nicht das stärkste Feuer-Pokémon, aber es ist ein ziemlich gutes Feuer-Pokémon, muss man sagen.
Speed Plus, jawohl, so muss das laufen, meine Freunde. Das ist doch mal geil. Deswegen. And Curious Illy, he's Berry, okay. Was haben wir denn vertacken? Scratch, Kratzer, Verteil. Oh, Leer. Das ist schön für Defrontal boosten. Schlecker und Incinerator. Was ist das nochmal? Ist das nicht ein Eschern oder sowas, wie das hieß? Ich weiß es jetzt nicht, auf jeden Fall Level 10 Pokémon schon mal. Das ist ziemlich geil. Jetzt kommen wir zwei Trainer mehr. Kein Trainer mehr hier, wie es aussieht, aber. Na, hier kommen wir auch noch nicht weiter. Alles klar, ich würde sagen, wir trainieren eben den Peepuff. Beziehungsweise. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, Leute. I don't know. Wir können ja erstmal ein paar Level-Trainer kämpfen, wie wir machen mit dem Pokémon hier. Denn sonst wird mir das zu heikel. Denn bevor ich gegen Sharon kämpfen will, soll das Pokémon mindestens Level 12 sein. Und ich will das in diesem Part noch machen. Deswegen, vielleicht werde ich jetzt noch 2-3 Minuten so ein bisschen kurz Leveling machen und dann kurz pausieren und dann mal gucken. Erstmal gucken, wie hier der Peepover abgeht, ne? Incurator, komm. Ja, das ist ein Eschern, auf jeden Fall. Okay, die Animation kenne ich. Wow. Joa. Schön Schaden, wir haben Lick, da haben wir auch was gegen Psycho-Pokémon. Deswegen ziemlich nice. Boah, ihr fackelt ja alles ab, der gute Peepuff. Wie gesagt, Peepuff ist ein sehr treuer Abonnent. Kenne ich schon seit Kid Icarus von damals. Beziehungsweise ist da damals zu mir gekommen. Schreibt immer gute Kommentare, bewertet schön die Videos, deswegen. Schöne Grüße nochmal an dich. Und keine Sorge, Leute, ich habe mal eure Kommentare alle durchgelesen und ich weiß natürlich, wenn auch alles drin vorkommt. Ich habe, wie gesagt, ich kenne alle meine Abonnenten. Außer jetzt Leute, die jetzt zum Beispiel nur gefällt mir geben. Aber auf jeden Fall, ich kenne jeden, der Kommentare schreibt, deswegen. Ich freue mich über jedes Kommentar, was kommt. Deswegen, dann sehe ich das zum Beispiel da. Epicness of Crazy Doom. Manche Kommentare sind echt wirklich geil. Da kann ich echt, manchmal muss man echt lachen. Und das ist diese Sache. Ich will ja mein Feedback bekommen für meine Arbeit. Und das sind zum Beispiel die Kommentare. Die gefällt mir, sind zwar auch ganz geil. Hatte ich zum Beispiel erstmal Pokémon Strategy gegen Kampf gegen Zapdos. Ne, habe ich gestern hochgeladen bzw. veröffentlicht. Und 7 Daumen hoch, aber kein Kommentar. Ich dachte mir, joa, geil, ne? Aber. Joa, ich sag mal, sowas ist dann auch ganz okay, wenn er so Massen gefällt mir ist. Deswegen, das schockt mich zwar auch so ein bisschen an, aber ich merke gerade, dass der Peepuff sehr schlecht levelt. Peepuff, was hast du getan? Zack, okay. Pidgey ist down. Und Level. Oh, Level wollte ich gerade sagen. 20 EP. Deswegen, ich werde gleich mal einen kleinen Cut machen, damit wir gegen Sharon nochmal antreten können in den Kampf. Würde ich mal so sagen. Deswegen, Horny, okay. Deswegen, ich mache noch die letzten Pokémon jetzt kaputt, hier Horny und sowas. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns auch gleich vor der Arena. Wie gesagt, das werde ich jetzt nicht aufnehmen, weil das nur ein 2-Minuten-Leveling ist. Und ihr seht ja schon, dass unser Simisier hier ordentlich reinhaut. Warum sage ich immer Simisier? Das ist die Weiterentwicklung. Pansier. Oder Prinsier. I don't know. Wir sagen Peepuff. Peepuff! So. Speed ist down, aber das ist egal. Wir machen nochmal ein Eschern. Oh nein, Pause und String. Bitte nicht vergiften. Dankeschön. Und ein Crate. Ich mag. Die Animation ist echt geil, muss man sagen, ne? Also, mir gefällt sie auf jeden Fall. So, let's level 10 mit People. Ja, okay, das wird hinhauen. Also, Leute, bis gleich. Ich mach kurz Leveling. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe aber nicht so viel trainiert, kann man sagen. Aber immerhin wieder ein bisschen kann man. Ja. Was laber ich da? Also gut, ich habe Peepuff 2 Level trainiert, dann ist das Ding jetzt auf Level 12. Speed ordentlich hochgegangen, genau wie Angriff. Hat keine neue Attacke gelernt, leider. An den anderen Pokémon habe ich nichts geändert, aber mit den Werten, beziehungsweise mit dem Pokémon, sollten wir in der Lage sein, Sharon zu besiegen. Und ich glaube, nach dem, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, welches Level Sharon ist, ob ich danach wieder eine Training Session mache. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werde ich anfangen mit dem guten Peepuff. Also, haben wir auch volle KP. Ja, okay. Um erstmal zu gucken, was er hat, da ist unser Allrounder ist, falls er ein Psycho-Pokémon haben wir noch unser gutes Schlecker-Angriff-Dingster-Bumst. Und falls es ein Pflanzen-Pokémon bzw. Eis-Pokémon ist, haben wir noch Eis. Eis sei schon. Einer schon. Und da ist das Sharon mit dem Rock. Kein Kommentar bitte. Und, oh, er fängt mit Sneepy an. Das ist interesting. Auf jeden Fall gut für uns, wir haben ja einen Eschern. Ah, Level 13. Ah, das ist hart. Das ist hart. Kann das Ding, was kann das Ding denn? Tackle, okay. Hoffentlich kannst du auch keine Pflanzenattacke. Macht relativ wenig Schaden, obwohl das Ding ist auch ein Death, eher gesagt. Deswegen. Oh, wir machen relativ wenig Schaden. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Tackle. Oh, jetzt so ein schöner Burn wäre jetzt geil für uns, ey. Wenn der Creed jetzt burnen würde, ey.
dann würde der Angriff durch 2 gehen. Das ist nämlich das, was viele nicht wussten. Wenn man mit Tackle... Jetzt mal einmal können wir, glaube ich, noch. Please, 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 kein Volltreffer. Gut. Wenn man Tackle... sag ich schon mit Tackle. Wenn man mit einer Feuerattacke das Brennen verursacht, beziehungsweise auch mit Irrlicht oder sowas, hat das Pokémon ja die Statusveränderung Verbrennung drauf. Und diese Statusveränderung ist nicht nur, dass das Pokémon jede Runde Schaden bekommt, nein. Das Pokémon bekommt auch noch sozusagen einen kleinen Drop. Das heißt, einen richtig heftigen Drop. Und zwar wird der Angriff der physischen Attacken durch 2 genommen. Das heißt, Tackle macht anstatt 50 Schaden nur noch 25. Ist ziemlich krass, wusste ich vorher auch nicht. Aber hey. Lia, okay, halt nicht auf! Ich hätte jetzt gedacht, der heilt jetzt auf. Ah, okay, ist gut für uns. Inkrate burnt das Ding jetzt down. Wir kriegen ordentlich Erfahrungspunkte, da es ein Starter ist. Plus ein Level über uns, deswegen. Ich denke schon mit 100 oder sowas. 100! Ah, okay, das wird doch ein bisschen wenig. Ich habe jetzt nicht gesehen, was kommt. Ich setze trotzdem mal den guten Sabotick ein. Darauf den ja immer Verlass ist. Alles klar. Wir werden das jetzt richten erstmal. Helikill. Oh, nein! Das ist natürlich scheiße. Water Gun, komm. Puh, holy crap. Das wird nichts. Ach du Scheiße, ey. Ah, Kacke. Ich muss mal stallen nehmen, Leute. Ich muss gucken, was da noch einsetzt. Ja, das muss ich jetzt. Verdammt, ey. Oh, das ist jetzt so ärgerlich. Thundershock, ja, ist klar, dass er das einsetzt, ne? Das war jetzt Max und Power sogar. Oh my, no. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, okay, da macht nichts anderes. Super. Und Paralyse, jetzt können wir Sarutik eh vergessen, jetzt ist eh alles vorbei. Dang it! Wir hatten höheren Spezialangriff, muss ich jetzt eh mal gucken. Eigentlich ist Simmers hier. Wir können jetzt hoffen, dass kein Crit kommt. Das wäre mal zu riskant eigentlich. Oh, scheiße. Er macht 20 Schaden. Ich müsste nämlich Simmers hier einmal aufheilen. Und ich würde auf Anubis wechseln. Hoffen, dass Anubis sollte eigentlich einen überleben. Wir probieren es einfach mal. Ich probiere es jetzt. Ich werde jetzt gucken, was passiert. Wie Anubis das wegsteckt. Wow! Das ist recht gut eigentlich, ne? Also ich bin damit, ich wäre damit zufrieden jetzt. Deswegen, wir heilen jetzt erstmal unseren guten Simmers hier, beziehungsweise Peepuff nochmal auf. Quick Attack, okay, das ist natürlich scheiße. Jetzt switch ich zu Peepuff, der nochmal defensemäßig mehr aushält wie unser Anubis und keine Schwäche gegen das Ding hat. Ja, Anubis hat zwar auch keine Schwäche, aber ist defmäßig viel schlechter. Hier, okay, das ist jetzt wieder dumm doof. Aber das ist gut für uns, wir haben jetzt eine ganze Runde gespart. Das Ding hat schon ordentlich Messschaden, sag ich mal. Wir können das natürlich mit Lier stallen, wir können das auf einen Crate verlassen, aber ich glaube, Scratch würde sogar mehr machen. Von daher würde ich einfach mal ich mache erstmal einen Crate. Vielleicht haben wir eine Chance auf Burn, das wäre richtig nice. Obwohl Thundershock speziell ist, ist das eigentlich für uns egal. Hauptsache Burn macht ein bisschen Schaden jede Runde. Deswegen, ein Escher, komm. Please, 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 Burn. Wow. Das war ja nichts. Das war ja absolut gar nichts. Emma, es stallt weiter mit mir. Das ist dang it. Das ist wirklich dang it. Scratch, komm. Wow, critical. Der heilt jetzt eh auf, von daher... Ach, egal, komm. Nicht! Nice, Sharon wurde besiegt ohne Verlust. Nice, das gefällt mir. Puh, war aber ganz schön knapp mit Sarutik. Deswegen, ich wollte es da hochpokern eigentlich, aber da habe ich es gedacht... Ein Volltreffer, du wärst weg. Dann hätten wir hätten normalerweise 3 KP gehabt, ne? Und wenn das Ding da richtig reingehauen hätte, wären diese 3 KP weg gewesen. Uranberries, okay. Wir haben jetzt welche aus dem Kraftwerk bekommen, Uranberries. Damit leuchten unsere Pokémon im Dunkeln und können fliegen. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part ist Arena-Leiter-Time. Arena-Leiter-Time. Vielleicht wäre ich vorher, oder sehen wir schon, der Typ ist sogar eine Frau. Strange. Und wir werden, ich glaube, ich werde davor nochmal eine Level-Session einmachen, dass ich jedes Pokémon so 14 ungefähr habe. Also mit Visaru-Tickets ungefähr. Von daher würde ich sagen, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und
Verabschiede mich und bis zum nächsten Part Pokémon Pure White Nuzlocke Challenge. Ciao!